Frau Bender, zum zweiten Mal bei einer Hallenweltmeisterschaft dabei. Diesmal sind es Zeiten von 8.06 und 8.10 geworden, insgesamt Platz 15. Zufrieden damit? Ja, schon sehr zufrieden. Also natürlich wären wir jetzt lieber gewesen. Ich war heute die 8.06 und gestern die 8.10 gelaufen, aber das kann man sich halt nicht aussuchen. Und der Lauf an sich war wirklich wieder gut. Also ich habe wieder gesagt, dass ich gut Hürdenrennen kann. Ich war halt leider viel zu dicht wieder auf der ersten und dann habe ich mich halt durchkämpft. Es war jetzt kein sauberer Lauf und deswegen habe ich einfach immer vor der Hürde rausnehmen müssen. Das habe ich einfach gemerkt, den Unterschied auch ein bisschen zu gestern. Und ja, ich bin trotzdem sehr zufrieden, weil es ist eine super Zeit. Also trotz allem da nur 8-10 Renner, nein, bin ich schon stolz. Und die Konkurrenz ist so stark gerade, dass ich eigentlich, ja, damit, also ich habe es erwartet, dass man da halt wirklich unter 8 rennen muss fürs Finale. Und da hätte jetzt für mich hinauswachsen müssen. Und wer weiß, das hebe ich mir vielleicht nur für die Freiluftsaison auf. Danke vielmals. Danke.